Na, was haben wir hier? Ich nehme erstmal alles mit und dann schmeißen wir ein bisschen was weg. Das ist einfacher, jetzt einfach beim Looten R zu drücken und dann mal zu gucken, was übrig bleibt. Hier das Fleisch da, das brauche ich zum Beispiel nicht. Ah ja, da war wieder was für ein Händler. Und ein bisschen was zu essen haben wir auch. Was können wir denn jetzt hier davon in unser Minibike tun? Ja, das lohnt sich jetzt nicht. Das kann da rein. Den können wir scrappen. Das kann da rein. Das kann da rein. Das lohnt sich jetzt nicht mitzunehmen. Die Federn lohnen sich auch nicht. Das lohnt sich nicht. Passt. Dann gehen wir mal hin. Waren das jetzt hier alle? Mal gucken. Jo, ich passe auf mich auf. Danke. Viele Zombies mit harten Nacken, wälzt den Hammer, gibt's den Spacken, Schlag auf Schlag, fallen so um, wer nimmt's den Zombie gar nicht, Zombies gar nicht krumm, bringt's ihm doch Punkte und Erfahrung, oh, was sehe ich, ihm fehlt Nahrung. Ach, so viel Nahrung fehlt mir gar nicht. So, das gehen wir dann mal nach oben. Wo geht's denn hier hoch? Hier war noch eine Leiter irgendwo. Du hast nur den mittleren vom Kran nicht, okay. Aber mal ehrlich, wo geht's denn hier nach oben? Liegt hier noch einer? Ah, unten drin ist einer. Packen wir mal eben kurz die Kisten auf. Na. Echt jetzt? Komm. Door unlocked. Nee, da spreche ich doch jetzt nicht so rein. Oh, was ist das für eine Tür? Oh, die ist unlocked. Wir kommen doch raus, Mädel. Alles klar bei dir? Die lassen wir hier, würde ich sagen. Den Safe können wir mal eben aufmachen. Ich muss mal gucken, wo es da überhaupt hochgeht. So. Und gute Nacht, Doreen. Happy. So, überhaupt kann ich gute Nacht gesagt. So geht das ja nicht. Das lassen wir auch hier. Hatten die jetzt irgendwas dabei? Nee. So, wo gehe ich denn hier hoch? Hier ist eine Leiter. Da muss ich mir Woodframes vorstellen. Sonst komme ich da nicht hoch, was? Machen wir das. Aber es lohnt sich nicht, glaube ich, hier, ne? Mit den Bauarbeiter-Zombies, oder? So richtig lohnt tut sich das nicht. Ist alles sehr verwinkelt hier. Ganz geil gemacht eigentlich. Jetzt müsste ich doch gleich mal ein Medikit einwerfen, eben so. Oh! Und nichts gesagt? Was? Zementmischer. Gut, den würde man auf der Baustelle vielleicht auch erwarten. Nee, das lassen wir mal beides hier. Ja, Kühlschrank. So, wir müssen was trinken. Hier war das nochmal mit Wellen und Lücken, wie man runterfallen kann. Ja, normalerweise nutze ich die auch alle aus, wenn man irgendwer runterfallen kann. Uha! Aber das muss doch gehen hier, oder? Dass ich mich daran hechte. Ihr seid überhaupt gar nicht befugt, ihr tragt keinen Helm, ihr habt hier gar nichts zu suchen. Warum gehen die denn nicht kaputt?
Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich die Baustelle in irgendeiner... Wisst ihr, was ich für ein Problem habe? Ich habe den Schlafsack nicht umgesetzt. Ich spawne jetzt zu Hause, ohne Minibike. Ich habe den Schlafsack nicht neu gesetzt. Das ist mein Problem. Jetzt werden wir uns die nächsten 4 Folgen damit beschäftigen, neue Teile für Minibike zusammenzukriegen. So sieht's aus. Das ist die Quintessenz daraus. Das werden wir jetzt in den nächsten Folgen machen, um da wieder hinzufahren. Und wir werden auch nichts anderes machen können. Ich fand die Baustelle irgendwie auch nicht toll, muss ich sagen. Die hat sich nicht gelohnt, die Baustelle, fand ich. Die hat sich nicht gelohnt. Also, die hätte sich, da wäre wahrscheinlich auch nicht mehr guter Loot gekommen. Minibike, Chassis, da brauche ich Iron and Clay. Das kann ich ja hier. Minibike, Chassis. So. Fehlt ein Smiley, Aldo? Ich soll da hinlaufen? Da bist du dir sicher, ja? Ich fahre 15 Minuten mit dem Minibike darunter. Da soll ich hinlaufen? Nein. Da will ich ja 3 Folgen nur laufen. Das meine ich. Das mache ich auf gar keinen Fall. Das ist ja eine ganz komische Idee. Das werde ich nicht machen. Da habe ich keine Lust zu. Das dauert ja Ewigkeiten. So, Handlebars. Duct Tape, Leder, mechanische Teile. Okay. So. Also ich würde da 3-4 Folgen will ich nur laufen. Das ist nicht meine Art. Leder. Waffenteile. Ich bin auch selbst schuld, wenn ich frage, wo ich hingehen soll. Diesmal entscheide ich. Weil doll fand ich die Baustelle nicht. Ich glaube nicht, dass da ein guter Loot bei gewesen wäre. Mechanische Teile. Die haben wir hier. Und wo habe ich denn die Iron Pipes? Irgendwo reingedrückt. Ich weiß gar nicht, wo die sind. Nimm mal die. Handlebars. Muss ich an der Workbench machen. Okay. An der Workbench. Handlebars. Was fehlt mir denn? Leder? Ach so. Mir fehlt doch Short Iron Pipes. Nee. Ein Bier in der Hand. Du bräuchtest 10 Bier, um diese Strecke zu bewältigen und du bist innerhalb von 2-3 Tagen erst da. Das kannst du vergessen. Ich bin mit dem Minibike 10-mal schneller als zu Fuß. Und ich bin mit dem Minibike fast eine ganze Folge gefahren irgendwie. Nee. Ah, auf gar keinen Fall. Meine Entscheidung steht. Die wird auch nicht geändert. Ich baue mir jetzt ein neues Minibike zusammen und dann hole ich mir meine Teile wieder. In der Hoffnung, dass mein Rucksack da noch liegt. Da muss ich mich nämlich beeilen. Sonst sieht es mal ganz schlecht aus. Ja, das müsste reichen. Minibike Handlebars. Warum? Was fehlt mir jetzt? Duct Tape, Headlight? Achso, ich habe mir keine Electrical Parts. Die wird natürlich vergessen. Aber die haben wir natürlich auch. Zack, zack. Minibike Handlebars. Craft. Dann haben wir den Minibike Seat. Da brauche ich Baumwolle für. Ist doch ätzend sowas. Da ich mich damals immer schon drüber geärgert, dass man dafür jetzt Baumwolle pflücken muss. Aber okay, es liegt ja direkt welche vor der Tür. Es ist nur dann doof, wenn du mitten in der Wüste bist. So, 3 Baumwolle waren es, ne?
machen wir das. Ein bisschen ärgerlich, dass ich jetzt hier vergessen habe, den Schlafsack umzusetzen. Da hätte ich mir in der Nacht dran denken sollen. Hätte ich eigentlich auch, wenn da nicht so viel los gewesen wäre. So, dann haben wir hier den. Dann haben wir das Chassis. Dann brauchen wir... Ich habe jetzt keine Reifen, ne? Weil ich die immer vertickt habe. Sehe ich das richtig, dass ich keine Reifen... Ich habe keine Reifen, ne? Doch, ich habe Reifen. So, Benzin. So, den haben wir. Was brauchen wir denn noch? Motor. Wir brauchen Motor, wir brauchen eine Batterie, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen den Sitz, wir brauchen Reifen, damit hätten wir alles, ne? Außer einen Einkaufskorb. Das ist aber nicht so schlimm, dass wir jetzt keinen Einkaufskorb haben. So, dann haben wir alles zusammen, ne? Meine ich doch, oder? So, das kommt wieder hier rein. Leder kommt wieder da rein. Die Pipes, egal. Das Forged Iron lassen wir auch hier und das kommt hier zu Motoren, kommt das Ding auch wieder rein. Jo, dann, wir haben jetzt keine Knarre und nichts. Dann machen wir das wenigstens so. Was hast du gesagt? Rieke? Drink. Ja, fährt auch ohne Korb. Eben. Minibike fährt auch ohne Korb. Ich weiß. So, Essen. Köpfchen war in Kiste? Echt? Na, egal, wir brauchen sie erstmal nur zur Bulba fahren, sonst montieren wir es ab. So, genau. So, das. Oder mit passt's? Nein. Refuel. Nackig bin ich auch. So. Setzen wir uns nochmal einen Wegpunkt, den ich da glaube ich nicht mehr richtig habe. Und den Wegpunkt setzen wir uns. Ja, noch ist mein Rucksack da, ne? Setzen wir uns den Wegpunkt mal dahin. Ich bin immer noch männlich. So, da lang müssen wir. So, mal gucken. 13.18 Uhr ist es jetzt. Mal gucken, wann wir ankommen. Und das Ding fährt echt schnell. Kann es sein, dass das Minibike sogar ein bisschen besser ist als das andere, was ich hatte? Ach so, dass sie in den Schlafsack legen soll. Habe ich nicht gesehen. Die hatte ja zu tun da in der Nacht mit den Zombies. Und da waren ja nur noch 2 Stunden nachher. Die Baustelle ist saugefährlich, aber es gibt guten Loot, wenn man oben ankommt. Aha. Oben können durchaus immer ferale Zombies oder Spucker sein. Auf kleinen Raum mit Abgrund an allen Seiten. Wie gesagt, es gibt durchaus einen guten Loot. Ich bin halt nur von den Bauarbeiter-Zombies komplett enttäuscht gewesen. Die haben ja gar nichts irgendwie Nennenswertes an Loot, ne? Ich glaube, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal in das weiße Hochhaus reingehen. Also in den Bücherladen, weil so ein Spiked Klappbuch würde ich zum Beispiel noch gerne nehmen. Sonst brauche ich nicht so viele Bücher mehr, glaube ich. Aber ein Spiked Klapp wäre noch echt cool. Ich weiß gar nicht, was mir sonst noch so an Büchern fehlt. Da würde ich jedenfalls ganz gerne mal reingehen, zumindest bis ich das Buch für den Spike Club habe. Und was ich dann auf jeden Fall haben möchte, ist ein bisschen was, Magnum, Shotgun, Magnum als Knarre ist nicht schlecht. Ja, Rieke, das ist ja schön, dass das noch ganz viele andere gesagt haben. Ich habe doch, du hast doch gemerkt, ich habe in der Nacht nicht auf den Chat geguckt, weil da war zu tun. Dann ist es egal, ob es einer schreibt oder 1000. So. Ist ja auch nicht schlimm. Dann lege ich den jetzt gleich um. Das sollte ich wahrscheinlich als erstes machen, wenn ich da ankomme. Sollte ich den umlegen. Aber hier, du siehst ja,
Das ist noch eine ganze Ecke. Also wenn du das laufen willst, da kommst du mit einem Bier aber nicht hin. Da brauchst du bestimmt 10 für die Strecke. Und es läuft sich deutlich langsamer. Das Fahrband im Jungen geht dann noch bis da vorne an der Kante. Das ist noch ein paar Meter. Nee, zum Laufen ist die Strecke zu weit. Also jedenfalls zum Laufen innerhalb von 2-3 Stunden. Und ich weiß nicht, wie lange bleibt so ein Rucksack jetzt liegen, so ein eigener, wenn man gestorben ist? 60 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten? Erstmal Rucksack. Ja, wenn der Inhalt weg wäre, wäre das sehr ärgerlich, weil da war ja alles drin. Inklusive Klamotten und die Banditenrüstung, die Gasmaske und mein Compoundbow und ja, das wäre schon richtig übel gewesen. Die Blutung hatte ich aber erst gestillt. Da hatte mich der Hund gebissen und dann hatte ich ja nochmal eine Blutung. Und da hatte ich dann aber nur noch 2 Leben. Oder 5. Und ich hatte dann ja noch die Bandage. Ich habe die Bandage ja sogar noch angewendet. Aber bis dahin war dann, das hat sich dann zeitlich überschnitten. Aber ich hätte dann auch nur noch 1 oder 2 Leben gehabt. Mit dem Köter vor dir. Das ist nicht so die beste Voraussetzung. Das war schon ein bisschen schwierig. So, 2 Stunden sind jetzt gleich um in-game. Und das mit dem Bike. Mit 10 Bierstuhlen in eine Richtung gerannt und du bist wieder am Anfang. Da hätte ich nur ein Medikit. Ich habe jetzt zu Hause 2 Medikits. Die wollte ich ja nicht mitnehmen. Weil ich mir dachte, wie gesagt, wäre alles kein Akt gewesen. Wenn ich den Schlafsack umgesetzt hätte, dann wäre ich ja fix wieder nah gewesen. Dann stirbt man halt mal. Kann ja mal sein. Von welcher Seite komme ich denn jetzt hier ran? Ist auch ein Sauwetter hier. Ich sehe die Baustelle auch gerade gar nicht. Rechts ist sie irgendwo, okay. Ach, das ist hier noch der Vorort, oder? Ja. Das ist aber ein mieses Wetter. So ein richtig mieses Wetter. Ach, da ist die Baustelle. Genau, wir müssen nach... Ich lasse es erstmal hier stehen. Woodframe. Nee, halt die Klappe. Achso, ich habe. Wieso habe ich denn. Warum habe ich denn Woodframes? Alles noch da, sehr schön. Du bist beruhigt. Meine Güte, oh, das hätte er nicht ins Auge gehen können. So, jetzt aber erstmal zurück und den Schlafsack umsetzen, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee, jetzt erst zurückzugehen. Wir gehen mal raus. Hier geht's raus. Da ist das eine Minibike und das ist das andere, ne? Dann nehme ich das jetzt erstmal auseinander, oder wie? Wie
mache ich das denn? Ach so. Das Chassis kann ich nicht mitnehmen? Kann ich das Chassis nicht mitnehmen? Eigentlich kann man das doch auch mitnehmen, oder? Das Chassis. Kann ich das nicht mitnehmen? Take. Ah. Ach, guck mal. Nun kostet natürlich richtig Platz dann hier, ne? Im Minibike-Inventar. Wenn er noch in die Minibike-Inventar, kann ich halt ein bisschen weniger Sachen mitnehmen. So, ja, das Wichtigste zuerst. Erstmal in den Schlafsack legen. Es ist ja keine Schande, hier mal zu sterben, aber es ist ganz doof, wenn du dann nochmal ganz von vorne anfangen musst. Dann noch ein drittes Minibike kriege ich nicht zusammen jetzt auf die Schnelle. Das wird schwierig. Ja, better place to be, danke. Hat ja funktioniert. Lesen heißt lösen, sagte mein BWL-Lehrer mal.